Wir begrüßen Sie zur Wintergesellenabschlussprüfung im Tischlerhandwerk 2022 der Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim. Mareike Kreider hat ein Doppelbett aus Rüster gebaut. Das Bett ist in Brettbauweise hergestellt. Die Seiten sowie das Kopfteil sind durch eine Fingerzinkung verbunden. Der Schubkasten ist handgezinkt und klassisch geführt. Die Aufdoppelung besteht aus einem 12 mm starken Rüsterbrett. Der Schubkasten ist innenliegend frontbündig. Des Weiteren befindet sich im hinteren Teil des Nachtschranks eine abschließbare Klappe, unter der eine Mehrfachsteckdose versteckt ist. Im oberen Teil des Nachtschranks befindet sich ein offenes Fach. Wir wünschen dir zur bestandenen Gesellenprüfung alles Gute für deinen weiteren Lebensweg und viel Erfolg, dein Lehrerteam Holztechnik der Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim.